Hallo zusammen. Heute würde ich gerne ein paar Dehnungsübungen mit Ihnen zusammen machen. Diese können Sie gerne im Anschluss an eine Walking-Einheit oder an eine Wandertour machen. Und wir fangen einmal an und beginnen unten und wandern nach und nach im Körper nach oben. Wir beginnen als erstes mit der Dehnung für die Wadenmuskulatur. Dazu stellen wir uns einmal in die Schrittstellung, beide Fußspitzen zeigen nach vorne, dann schieben wir uns langsam etwas nach vorne, aber nur so weit, dass Sie die eigenen Fußspitzen noch sehen können. Legen die Hände locker aus Gesäß, ziehen so ein bisschen die Schultern mit runter und lassen hinten die Ferse am Boden stehen und drücken diese aktiv in den Boden hinein. Halten Sie die Position für ca. 20 Sekunden und spüren Sie einmal nach, wie die Wade schön auseinandergezogen wird. Dann holen Sie das hintere Bein ran, lockern ein bisschen, machen das gleiche mit der anderen Seite. Sie können auch, wenn Sie eine freie Wand zur Verfügung haben, diese Übung an der Wand machen, indem Sie sich mit den Händen abstützen und dann das Körpergewicht auch hier nach vorne verlagern, nach vorne schieben. Und da hat man noch ein bisschen mehr Widerstand, spürt es vielleicht noch intensiver, wenn man sich gegen den Schrank nach vorne lehnen kann. Dann holen wir auch hier das hintere Bein wieder ran und lockern. Eine weitere Übung zur Dehnung der Wadenmuskulatur wäre im Stand. Einmal hüftbreit, die Knie leicht beugen und dann ein Bein nach vorne raussetzen. Bringen Sie hier die Ferse auf den Boden, lassen beide Knie ungefähr auf einer Höhe und legen auch hier noch einmal die Hände locker aufs Gesäß, ziehen die Schultern nach unten. Und dann kommen Sie mit geraden Rücken nach vorne runter. Auch in dieser Position darauf achten, wenn wir uns nach vorne neigen, dass die Brustwirbelsäule gestreckt bleibt und der Rücken ganz gerade ist und die Fußspitze aktiv angezogen wird. Hier müssen wir ein bisschen Haltearbeit im anderen Bein leisten. Deshalb ist es hier besonders wichtig, auf eine gleichmäßige Atmung zu achten. Wir stellen den vorderen Fuß auf, beugen das vordere Bein und kommen langsam wieder hoch. Wenn Ihnen die Übung zu wackelig war, können Sie das auch sehr gut im Sitzen machen. Das heißt, wir bringen wieder einen Fuß nach vorne, lassen diesmal das andere Bein aufgestellt, ziehen die Fußspitze aktiv an, richten den Oberkörper auf. Legen die Hände wieder locker nach hinten, Schulter ziehen wir tief und dann gehen wir mit geradem Oberkörper nach vorne runter. Wichtig ist tatsächlich, dass Sie die Fußspitze aktiv die ganze Zeit anziehen. Und dann richten wir uns langsam wieder auf. Locker die Beine und fangen ein bisschen höher. Und zwar hier in den Bereich des Hüftbeugers angehen. Hierzu gehen wir nochmal in einen Ausfallschritt, beugen das vordere Bein und jetzt nicht wie bei der Wadendehnung, wo wir das hintere Bein ganz gestreckt haben. Das machen wir jetzt hinten nicht, sondern wir versuchen mal, das hintere Bein ein bisschen zu beugen und gleichzeitig die Gesäßmuskulatur ein bisschen anzuspannen und den unteren Teil des Beckens hier unten nach vorne zu ziehen. Das heißt, es ist so eine ganz kleine Bewegung und durch die Anspannung der Gesäßmuskulatur und gleichzeitig das nach vorne führen des unteren Teils des Beckens, sodass hier das Becken relativ aufrecht steht, sollten Sie hier in dem vorderen Bereich eine Dehnung spüren. Bleiben Sie schön aufgerichtet. Wer möchte, kann auch noch die Arme nach oben nehmen, sich ganz lang machen, vielleicht da auch nochmal nachschauen,
Das ist allerdings schon ein bisschen wackelig. Diese Position würde auch reichen. Oder auch vielleicht einen Arm nach oben führen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass wir hier einfach noch mehr in die Dehnung gelangen. Und wieder zurück und locker. Ich hoffe, Sie haben es gespürt. Ansonsten versuchen Sie es einfach nochmal. Halten Sie das Video an und versuchen die Seite nochmal. Das ist tatsächlich nur eine ganz kleine Bewegung und man muss das Becken richtig einstellen, sozusagen, damit man es auch spürt. Andere Seite. Schrittstellung. Hinteres Bein ist leicht gebeugt. Hinten heben Sie die Ferse vom Boden ab. Dann schön gerade aufrichten. Gesäßmuskulatur anspannen und versuchen, den unteren Teil des Beckens nach vorne zu ziehen. Gleichzeitig zieht so ein bisschen den Bauch nach innen. Und dann im Moment in dieser Position bleiben. Hier vielleicht auch mal wieder den einen Arm mit hochnehmen, also die Seite, wo Sie das Bein hinten haben. Und ganz lang strecken. So, oder vielleicht auch beide Arme, je nachdem, wie stabil die Position für Sie ist. Da mit einem Arm ist das ganz gut, du wirst nur mit einer Seite machen. Und wieder zurückkommen. Und locker. So, hier sollen Sie jetzt die Dehnung gespürt haben. Die nächste Übung kann man auch sehr gut im Sitzen machen und ist dadurch auch nicht ganz so wackelig. Hierzu setzen wir uns wieder vorne auf die Stuhlkante und heben einmal ein Bein ab und legen das Fußgelenk auf das andere Knie. So, vielleicht reicht es schon mit dem einen oder anderen diese Position. Richten Sie sich noch ein bisschen mehr auf dazu. Und wer jetzt noch nicht so viel spürt, der zieht vielleicht noch das Fußgelenk ein bisschen auf sich zu und drückt gleich auf das entgegengesetzte Knie. Auf das Knie, was hier oben ist. Eine leichte Hüftöffnung, die wir da spüren. Und langsam lösen. Beine auslockern. Und die andere Seite. Einmal mal das Fußgelenk rüberlegen. Wie gesagt, vielleicht reicht diese Position schon so für Sie. Sonst ein bisschen mehr aufrichten. Die Fußspitze anziehen. Und dann vielleicht leichten Druck auf das Knie hier oben geben. Aber vielleicht reicht es auch schon so, wenn Sie einfach nur erstmal locker das Fußgelenk auf den Oberschenkel auflegen. Und wieder lösen und locker. Zwischendurch wollen wir einfach mal das Becken ein bisschen kreisen, hier ein bisschen mobilisieren, ein bisschen lockern. Vielleicht das auch noch lösen, was noch ein bisschen verspannt wirkt. Einmal in die eine Richtung, einmal in die andere. Prima. Dann nochmal auslockern. Dann wandern wir weiter in diesen Bereich. Brustmuskulatur, ein bisschen die Schultermuskulatur. Dazu beginnen wir einmal im hüftbreiten Stand, die Knie leicht beugen, wir strecken beide Arme nach vorne, wir lassen das Becken nach vorne weiter ausgerichtet stehen und drehen den Oberkörper rum, bringen den Arm nach hinten und schauen den gestreckten Arm nach. Gleichzeitig bleibt das Becken aber nach vorne ausgerichtet, sodass wir da eine schöne Dehnung vor der Schulter spüren. Und wieder zurück. Und das gleiche mit der anderen Seite.
Das heißt, das Becken zeigt die ganze Zeit in Richtung des vorderen ausgestreckten Armes. Und zurück. Und locker. Eine ähnliche Übung können Sie auch gerne nochmal in den Schrank machen. Hierzu stellen wir uns in eine leichte Schrittstellung und nehmen den Arm des Beins, was vorne ist, jetzt einmal nach hinten und legen die Hand auf den Schrank. Dann rutschen wir hier ein bisschen näher ran. Fuß und Becken gehen Richtung Schrank. Versuchen Sie schön aufzurichten und drehen sich etwas vom gestreckten Arm weg. Das heißt, Sie schauen über die entgegengesetzte Schulter nach hinten. Hier auch wieder ein paar Atemzüge diese Position halten, genießen, vielleicht mit der Ausatmung noch ein bisschen mehr reingehen in die Dehnung. Und dann lösen wir langsam wieder, schütteln einmal aus und machen das gleiche mit der anderen Seite. Nah an den Schrank ran. Und dann die Schulter möglichst nah am Schrank dran lassen. Und über die andere Schulter nach hinten. Dem Hocker hier, obwohl er ein bisschen zu niedrig ist. Es wäre besser, wenn Sie jetzt eine Fläche hätten, die etwas höher ist. Ungefähr, halt, wie gesagt, so die Tischhöhe. Da könnten Sie dann die Hände auflegen. Und dann können Sie einfach einmal nach hinten gehen. Legen Sie die Hände auf den Tisch drauf. Das ist jetzt mal hier exemplarisch tief vor. Die Knie sind leicht gebeugt. Und dann versuchen Sie einmal den Rücken ganz lang zu machen. Allerdings wären wir jetzt halt so, solch eine Höhe, ne? Und wer dann jetzt ein ganz gutes Gefühl hat oder auch noch gar nicht so viel spürt, der versucht einmal die Beine zu strecken. Stützen sich gleichzeitig auf den Tisch auf, machen sich ganz lang. Dann beugen wir wieder die Knie und kommen langsam Schritt für Schritt wieder nach vorne und lockern aus. Prima. Wir wandern noch weiter hoch in zum Bereich des Nackens. Hierzu legen wir einmal die Hände locker auf den Hinterkopf, atmen tief ein. Mit der Ausatmung geht das Kinn Richtung Brust. Und wir führen den Kopf weiter nach unten und dehnen so die hintere Muskulatur. Wir richten uns langsam auf, lockern wieder und jetzt sind die Seiten dran. Lassen den Kopf zu einer Seite fallen. Die entgegengesetzte Schulter zieht nach unten. Dabei winkeln wir die Hand ein bisschen an, der Arm ist ganz durchgestreckt. Da merken Sie hier schon ein bisschen Dehnung auf der Seite. Wenn Sie möchten, können Sie die andere Hand noch locker auf den Kopf legen und da vielleicht den Zug noch ein bisschen verstärken. Nur so, wie es für Sie angenehm ist. Und dann lösen wir langsam wieder auf, führen den Kopf zurück, schütteln die Schultern ein bisschen aus und machen das mit der anderen Seite. Kopf zur Seite fallen lassen, entgegengesetzte Schulter zieht nach unten und dann ein.
etwas verstärken. Also den Druck auf den Kopf, gleichzeitig die Dehnung und den Zug auf der Seite. Und einmal lösen und lockern. Abschließend gehen wir nochmal in die Hüftbreite Stellung, Knie leicht gebeugt. Und jetzt wollen wir die Arme nach unten außen strecken, die Daumen zeigen nach außen. Und wir ziehen die Schultern tief, richten uns nochmal schön auf, das Kinn wieder bis Richtung Brust. Und dann lockern wir wieder. Sehr schön. Zum Schluss öffnen wir nochmal die Arme und unser Herz für alle. Und umarmen uns selbst und runden. Und nochmal tief einatmen, Daumen gehen nach hinten. Ausatmen und runden. Nochmal tief ein. Und die Arme seitlich fallen lassen und ausatmen. Oberkörper mal leicht nach vorne nehmen, nochmal alles schön ausschütteln, auslocken. So, und dann, wenn Sie vorher aktiv gewesen sind, laufen, Fahrradfahren, Walkenbahn, dann haben Sie sich jetzt einen schönen, entspannten Moment verdient. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss!